Hi, ich bin die Tina und das ist die Theresa. Seit vielen Jahren begleite ich Frauen in der Schwangerschaft und nach der Entbindung. Die Schwangerschaft ist eine total aufregende Zeit, in der sich vieles in deinem Körper verändert. Der Körperschwerpunkt verlagert sich durch das wachsende Kind nach vorne, dein Gewebe wird weicher durch die Hormone und viele Muskeln werden inaktiver, was zu Überbelastungen führen kann. Ich habe dir ein Black Roll Fitness Workout zusammengestellt, in dem wir den Fokus auf die Rücken- und Schultergürtelmuskulatur legen. Also schnapp dir die Rolle und dein Multiband und dann starte mit uns ins Workout. Wir erwärmen uns. Stell dich aufrecht hin. Versuche, einen schulterbreiten Stand einzunehmen. Zehenspitzen zeigen nach vorne. Die Knie leicht beugen. Richte dein Brustbein auf und beginne den Kopf nach rechts und nach links zu drehen. Wenn du eine Dehnung in dieser Position spürst, bleibe 2-3 Sekunden drin und wechsle dann zur anderen Seite. Nimm den Kopf nach vorne runter aufs Brustbein und langsam nach hinten in den Nacken. Wiederhole diese Bewegung und arbeite in einem schmerzfreien Bereich. Atme tief durch. Drehe die Daumen nach außen, lass die Ellenbogen gestreckt und beginne mit den Schultern nach hinten zu kreisen. Und achte immer wieder auf deinen aufrechten Stand. Versuche das Becken über deinen Füßen in der Mitte zu positionieren. Lege deine Hände auf die Schultern und kreise mit den Ellenbogen in großen Kreisen nach hinten. Geh tief in die Kniebeuge, komm wieder nach oben. Versuche deine Knie im Raum stehen zu lassen, setz dich nach hinten ab. Strecke deine Arme und führe die Bewegung genauso weiter. Geh tief in die Kniebeugen nach hinten und komm hoch. Strecke die Arme. Wenn du möchtest, kannst du, wenn du oben bist, noch auf die Zehenspitzen hochkommen. Achte dabei auf die Belastung auf deiner Großzehe, dass du nicht nach außen wegkippst. Atme durch. Bringe den Kreislauf in Schwung und schon arbeiten wir an der Stabilität. Stütze deine Hände ein und kreise das Becken. Schiebe die Hüfte weit nach vorne auf, versuche deine Hüfte zu öffnen. Atme tief durch, bring deinen Puls wieder etwas runter. Lege beide Hände auf deine Oberschenkel auf, geh in die Kniebeuge runter und mach den Rücken nach hinten rund und wieder gerade. Versuch die Wirbelsäule schön zu bewegen. Schieb dich nach hinten raus und wieder nach vorne. Versuch dein Brustbein weit nach vorne zu schieben. Atme durch. Roll dich wieder nach oben auf, kreise die Schulter nochmal nach hinten. Bevor wir mit dem Training beginnen, zeigen wir dir die ersten drei Übungen aus unserem ersten Block. Am besten machst du gleich mit, damit du weißt, wie du das Band oder die Rolle handhabst. Nimm das Multiband, steige in das Band ein und nimm einen schulterbreiten Stand ein. Kreuze das Band vor deinem Körper
und greife in eine der untersten Schlaufen. Schiebe das Brustbein nach vorne auf, nimm das Kinn an den Kehlkopf und halte die Knie leicht gebeugt. Ziehe das Band schräg nach hinten. Für die zweite Übung nimmst du dir die Rolle. Nimm auch hier einen schulterbreiten Stand ein. Die Knie sind leicht gebeugt und neige den Oberkörper nach vorne runter. Schiebe das Brustbein raus, die Schulterblätter nach hinten unten zurück. Komm wieder in die Ausgangsposition zurück und wiederhole die Übung. Achte auf eine gerade Wirbelsäule. Für die dritte Übung nimmst du wieder das Multiband, steigst auch hier mit dem rechten Bein auf das Band, das linke Bein geht nach vorne und greife in die letzte Schlaufe des Bandes. Zehenspitzen gerade nach vorne ausrichten, neige den Oberkörper nach vorne und bringe die Arme nach vorne oben. Achte auf die Bauchspannung. Wir starten mit unserem ersten Block. Wir gehen wieder in die untersten Schlaufe des Bandes, kreuzen das Band vor dem Körper und beginnen mit der ersten Übung 30 Sekunden lang. Du kannst die Übung auch mit der Atmung kombinieren. Ziehe das Band mit der Ausatmung nach hinten und geh mit der Einatmung wieder nach vorne unten. Korrigiere immer wieder deinen geraden Rücken. Brustbein schön rausschieben. Und wir gehen in die zweite Übung. Nimm die Rolle, nimm einen schulterbreiten Stand ein. Und wir starten. Achte darauf, dass die Knie nur leicht gebeugt sind. Finde deinen eigenen Rhythmus. Versuche, das Gesäß anzuspannen, wenn du den Oberkörper aufrichtest. Für die dritte Übung schnapp dir wieder das Band, stell dich mit deinem rechten Bein auf das Band, das linke Bein ist vorne und wir starten, Bauchspannung aufbauen und die Arme nach vorne oben drücken. Versuche das Band immer unter leichter Spannung zu halten. Auch hier kannst du dir die Atmung zunutze machen. Drücke in der Ausatmung die Arme schräg nach vorne oben und in der Einatmung nimmst du sie wieder zurück. Wir wiederholen jede Übung nochmal. Nimm einen schulterbreiten Stand ein. Kreuze das Band vor dem Körper und wir beginnen mit unserer ersten Übung. Bauchspannung aufbauen, die Daumen zeigen nach außen, nimm die Rolle zwischen die Kleinfingerkante.
Wenn du mehr Aktivierung in deine Rückenmuskulatur möchtest, versuche deinen Oberkörper ein Stück tiefer zu neigen. Wir nehmen wieder das Band und gehen in die letzte Übung. Nimm das linke Bein nach hinten, das rechte Bein nach vorne. Achte wieder auf die gerade Ausrichtung deiner Fußspitzen nach vorne. Neige den Oberkörper nach vorne und drücke die Arme wieder schräg nach vorne. Versuche immer wieder deinen Beckenboden zu aktivieren, deine Bauchspannung aufzubauen und halte den Blick schräg nach vorne unten. Achte auf deine Atmung. Du hast den ersten Block geschafft, lege das Band zur Seite, stell dich nochmal aufrecht hin und kreis die Schulter nach hinten. Entspanne deinen Schultergürtel und atme durch. Gerne kannst du zwischen den Blöcken deinen Puls messen. Dieser sollte nicht höher als 150 Schläge pro Minute sein. Wir gehen in unseren zweiten Block. Auch hier zeigen wir dir erstmal alle drei Übungen. Mach gleich mit. Geh in den Vierfüßlerstand. Nimm die Rolle unter deine Schultern, die Knie unter deine Hüften. Zehenspitzen aufstellen. Und beginne, die Ellenbogen zu beugen und zu strecken. Versuche dabei, das Gewicht nach vorne zu verlagern. Für die zweite Übung nimmst du wieder das Multiband, setz dich hin, bringe deine Füße in eine schulterbreite Position. Auch hier kreuze wieder das Band vor dem Körper. Geh in eine der untersten Schlaufen. Versuche dich aufrecht hinzusetzen, spüre deine Sitzbeinhöcker. Ziehe das Band schräg nach hinten. Für die dritte Übung setz dich hin. Nimm die Füße nach vorne, zieh die Fußspitzen nach oben, die Hände sind unter den Schultern. Aktiviere die Bauch- und die Beckenbodenmuskulatur und bringe das Becken nach oben in eine Tischposition. Achte dabei, dass du den Blick nach oben hältst, das Kinn am Kehlkopf. Für die etwas schwierige Variante kannst du hier auch die Black Roll Meet nutzen. Hier hast du mehr Aktivierung deiner Arm- und Schultergürtelmuskulatur. Lass uns beginnen. Wir starten mit unserem zweiten Block. Nimm die Rolle, geh in den Vierfüßlerstand. Setz die Fußspitzen auf, aktiviere deinen Bauch- und Beckenbodenmuskulatur und beginne, die Ellenbogen zu beugen und zu strecken. Versuche, das Gewicht nach vorne über die Rolle zu bringen und geh auch hier in dein eigenes Tempo über. Gleich hast du es geschafft. Für die zweite Übung nimm das Multiband. Wenn du mehr Widerstand möchtest, greife einfach eine Schlaufe weiter unten. Setze dich aufrecht hin und wir beginnen. Gleich hast du es geschafft. Für die nächste Übung nimm die Hände nach hinten,
Zieh die Fußspitzen hoch und wir starten. Geh in dein eigenes Tempo über. Versuche, die Bauch- und die Beckenbodenspannung zu halten. Wir gehen wieder zu der ersten Übung. Nimm deine Position ein und wir starten. Versuche, die Ellenbogen nah am Körper zu lassen. Gut gemacht. Wir gehen in die zweite Übung. Und wir starten. Achte auf deine Atmung. Ziehe das Band in der Ausatmung nach hinten und in der tiefen Einatmung lässt du die Spannung wieder nach. Lächle, gleich hast du es geschafft. Und wir gehen in die letzte Übung unseres zweiten Blockes. Nimm die Position ein, aktiviere deine Beckenboden- und Bauchmuskulatur und schieb das Becken nach oben. Achte auf eine gute Gesäßspannung. Komm in den Schneidersitz, atme tief ein, richte dich nach vorne auf und mach dich in der Ausatmung ganz weit nach hinten rund. Geh auch hier in deinen eigenen Atemrhythmus über und versuche, Mobilität in deine Wirbelsäule hineinzubekommen. Lass uns in unseren dritten Block gehen. Auch hier zeigen wir dir wieder alle drei Übungen, bevor wir beginnen. Schnapp dir dein Multiband, geh in die letzte Schlaufe mit deinem rechten Fuß hinein, nimm den Vierfüßlerstand ein, bringe eine moderate Spannung auf das Band und fixiere es mit deiner rechten Hand. Setze die rechte Hand unter deine Schulter. Versuche, deinen Rücken gerade einzustellen und hebe diagonal das rechte Bein und den linken Arm ab. Achte dabei auf dein linkes Bein, dass du dieses gerade ausrichtest. Möchtest du eine schwierigere Variante, dann bringe das Band diagonal auf Zug. Für die zweite Übung stell dich aufrecht hin und ziehe das Band nach hinten zu deiner Brust. Die Ellenbogen dürfen leicht gebeugt sein. Achte auch hier auf die tiefe Atmung.
Und für die dritte Übung stell dich auf das Band in einen schulterbreiten Stand. Geh in eine tiefe Kniebeuge und in einen der letzten Schlaufen. Beuge die Knie und richte deinen Oberkörper gerade auf. Nimm das Multiband, steige mit dem rechten Fuß in die letzte Schlaufe, bringe wieder ein bisschen Spannung auf das Band und fixiere dieses mit deiner rechten Hand. Wir starten mit der ersten Übung. Hebe das rechte Bein und den linken Arm diagonal ab. Führe es wieder in die Ausgangsposition zurück. Halt dabei die Wirbelsäule ganz gerade. Wir wechseln die Seite. Achte darauf, dass deine Ellenbogen leicht gebeugt sind. Kontrolliere immer wieder dein rechtes Standbein, richte dieses gerade aus. Geschafft! Wir gehen in die zweite Übung, stell dich aufrecht hin. Nimm die Arme nach vorne, die Ellenbogen sind leicht gebeugt und wir starten. Ziehe das Band nach hinten zu deiner Brust und atme. Du tust dir und deinem Kind etwas Gutes. Zweite Übung geschafft. Geh in einen schulterbreiten Stand. Greife wieder in eine der untersten Schlaufen. Die Ellenbogen strecken, die Knie sind leicht gebeugt und richte dich auf. Versuche die Gesäßmuskeln beim Aufrichten deines Oberkörpers anzuspannen. Und halte die Grundspannung von Beckenboden und Bauchmuskulatur. Fixiere das Band mit deiner rechten Hand. Und hebe das rechte Bein und den linken Arm diagonal ab. Wenn du langsam etwas müde wirst, kannst du auch beide Hände auf der Matte stehen lassen und nur mit dem rechten Bein nach hinten arbeiten. Noch einmal, du sollst dich während des Trainings gut fühlen. Und dein Puls sollte nicht über 150 Schläge pro Minute kommen. Super, wir wechseln auf die andere Seite. Setze die Knie wieder unter die Hüften, die Hände unter die Schultern. Und wir beginnen mit der anderen Seite. Achte auf die Ausrichtung deines rechten Beines. Und vergiss nicht zu atmen.
super. Komm nach oben in den Stand. Stell dich schulterbreit hin, nimm die Arme nach vorne und bringe das Band ein bisschen auf Spannung. Die Ellenbogen sind leicht gebeugt und ziehe das Band zu dir nach hinten an die Brust. Versuche die Muskeln zwischen deinen Schulternblättern zu aktivieren und atme. Wir gehen in die letzte Übung unseres dritten Trainingsblocks. Steig in das Band, greife in eine der untersten Schlaufen. Baue die Beckenboden und die Bauchspannung auf, die Knie sind gleich gebeugt. Und richte deinen Oberkörper auf. Achte darauf, dass die Knie nicht nach innen zeigen, sondern gerade nach vorne. Gleich hast du es geschafft. Perfekt. Leg das Band zur Seite. Stell dich nochmal aufrecht hin. Kreise die Schulter nach hinten. Atme tief durch. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Lass uns am Ende des Trainings noch ein bisschen in die Mobilität reingehen. Nimm die Rolle, setze dich auf deine Fersen nach hinten ab und roll mit der Rolle nach vorne. Je nachdem, wie groß dein Baby schon ist, nimm die Knie weiter auseinander, dass du genügend Platz für den Bauch hast. Schiebe die Rolle weit nach vorne und versuche, die Stirn tief zu bringen. Atme durch. Gerne kannst du auch unten in der Position bleiben. Atme durch. Geh in den Vierfüßlerstand, nimm die Black Roll unter deine Schultern und mach dich ganz rund nach oben und geh in die Gegenbewegung. Führe die Bewegung so weit aus, wie es dir gut tut, geh in keinen Schmerzbereich rein. Und atme wieder tief ein und aus. Für die nächste Übung gehst du in einen Grätschsitz. Strecke dein rechtes Bein, winkle das linke Bein an und führe eine Seitneigung nach rechts durch. Richte dich wieder auf, atme tief durch und nochmal zur Seite. Spüre die Dehnung auf deiner linken Flanke. Versuch mit beiden Sitzbeinhöckern auf dem Boden sitzen zu bleiben. Und geh nochmal tief. Gut, wir wechseln auf die andere Seite.
Komm nochmal zurück in den Schneidersitz, kreise die Schulter nochmal nach hinten, atme durch und spüre deinen Körper nach. Bedanke dich bei deinem Baby. Gut hast es gemacht. Ich hoffe, du fühlst dich gut nach unserem Workout. Du kannst dieses Training 2 bis 3 Mal die Woche wiederholen. Denk daran, bleib am Ball und falls du mehr über den Beckenboden oder die Beckenbeinkräftigung wissen möchtest, schau doch bei unserem anderen Video für das pränatale Training vorbei. Bis dahin, wir freuen uns.